Ich möchte dann hier nochmal so einen kurzen Datenblatt mal anschauen. Wie wird das jetzt in dem Datenblatt, dieser transiente thermische Widerstand, dargestellt und wie kann man den praktisch nutzen? Dazu hier ein Ausschnitt aus dem Datenblatt. Ich glaube, das ist ein MOSFET von der Firma ST Microelectronics, wo jetzt hier der transiente thermische Widerstand dargestellt ist. Das heißt, diese Größe, die ganz typisch ist in der Leistungselektronik, um zu berechnen, falls wir eine impulsförmige Belastung haben, um damit die Temperaturerhöhung zu berechnen. Jetzt bloß eine Anmerkung hier an der Stelle zu diesem Diagramm. Tatsächlich haben wir hier dargestellt so einen Faktor K. Was ist das? Dieses K hier ist jetzt das Verhältnis an dieser Stelle des transienten thermischen Widerstandes geteilt durch den RTH Junction to Case. Das heißt, tatsächlich haben wir den ZTH Junction to Case geteilt durch den RTH Junction to Case, gibt an, oder welchen Prozentsatz der entspricht von dem stationären RTH Junction to Case. Das heißt, tatsächlich wird es so sein, wenn wir dieses Diagramm betrachten, für T gegen unendlich gehen wir hier auf den Wert K gleich 1, also sozusagen hier T gegen unendlich, dann geht dieser Wert gegen den RTH Junction to Case, dann gilt hier an der Stelle ZTH ist gleich RTH Junction to Case. Beziehungsweise, wenn wir einen konstanten Verlustleistungsantrag hätten, das heißt, wenn hier das Tastverhältnis gleich 1 wäre. Das ist das Erste, das wir drin sehen können. Das heißt, manche Hersteller geben nur diesen ZTH Junction to Case an, manche geben das als relatives Verhältnis an. Dann das Zweite, wovon diese Darstellung ausgeht, geht von einer impulsförmigen Leistungseintrag, Verlustleistungseintrag ins Bauelement ein. Das heißt, die Verlustleistung, die in dieses Netzwerk reingeht, ist hier angenommen als so pulsförmig, das hat mir vorher dargestellt mit diesem D mal T und T. Hier wird jetzt bloß an der Stelle statt dem Tastverhältnis, wie wir es verwenden werden, statt dem D so ein Delta verwendet. Ansonsten ist das gleich und wir haben dann hier diesen Maximalwert P0 an dieser Stelle für die Verlustleistung. Das heißt, das hier wäre der Verlauf, den wir dort haben. Und an dieser Stelle das Tastverhältnis ist also das Verhältnis dieser relativen Einschaltzeit, wenn wir hier haben T1 zu T. Das heißt, hier D, was Delta ist, ist T1 zur Periodendauer. Und damit können wir das ablesen. Jetzt schauen wir, was das jetzt letztlich bedeutet. In der Praxis, was bedeutet das? Wir sehen hier an der Stelle diesen Reduktionsfaktor. Wir können jetzt sagen, okay, ich nehme ein Beispiel, wir haben einen Puls, der dauert jetzt an dieser Stelle T1 gleich eine Millisekunde. Dann muss ich hier an der Stelle diesen Wert bei einer Millisekunde nehmen und dann muss ich gucken, okay, wie groß ist jetzt mein Tastverhältnis? Nehmen wir an, eine Millisekunde dauert der Puls und unser Tastverhältnis ist 0,5. Das heißt, wir haben eine Periodendauer von 2 Millisekunden und dann sehen wir, kommen wir auf diesen Wert für K raus. Schauen wir uns das an. Das ist 0,6. Das heißt, wir würden dann hier ablesen, K gleich 0,6. Und das bedeutet jetzt für T1 an dieser Stelle gleich eine Millisekunde, T gleich 2 Millisekunden, ist der CTH von T1 hier, 0,6 mal der RTH Junction to Case. Das heißt, für diese impulsförmige Belastung kann ich jetzt, um die Sperrschichttemperatur zu berechnen, einfach 60% von dem RTH Junction to Case nehmen, um jetzt diese Sperrschichttemperatur zu ermitteln. Und so geben das die Hersteller in ihrem Datenblatt an. Tatsächlich steckt hier hinter nichts anderes, gucken wir uns gleich in der Simulation an, als dieses Foster, diese Foster-Ersatzschaltung, diese Partialbruch-Ersatzschaltung. Das kann man nämlich genauso simulieren, wenn Sie diese thermischen Zeitkonstanten haben. Also genau das steckt dahinter. Hier nur halt für den Praktiker. Er nimmt einfach den Maximalwert der Verlustleistung, nimmt an, diese wird hier konstant eingebracht an dieser Stelle, das heißt so Pulsweiten moduliert, liest dann den Faktor ab oder den ZTH Junction to Case, kann den bestimmen und rechnet dann genauso wie mit einem statischen thermischen Widerstand und kann damit die Temperaturerhöhung ausrechnen.